Deshalb danke, Jara, für das Gespräch. Jetzt übernehme ich ganz kurz die Situation, weil unser Moderator ist gerade im ORF, was ich gerade unterwegs. Als nächstes haben wir den Dr. Bregettner, den was, glaube ich, auch gerade mit unserem Moderator unterwegs ist. Und sonst würde ich, grüßt euch. Und sonst würde ich einfach sagen, fangen wir mit der Frau Dr. Christina Grabner als nächstes an und rücken die Dr. Grabner vor Frau Bregettner. Großen Applaus, jetzt werden wir mal erfahren, wie die Medien uns bearbeiten. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Freunde, Mitmenschen. Ich beschäftige mich seit Jahren mit Mind Control. Das heißt Bewusstseinskontrolle. Ich komme aus dem Sprachenmedienbereich. Und was ich zurzeit beobachte, macht mir Sorgen. Ich habe viel Erfahrung mit sogenannten totalitären Sekten. Wie arbeiten die? Es gab einen Spezialisten, Stephen Hassan, der hat vor Jahren ein Buch verfasst, Ausbruch aus dem Bann der Sekten. Und er hat einen Katalog erstellt, mit Kennzeichen, woran erkenne ich Totalitarismus, modernes Sklaventum? Laut seiner Kategorisierung gibt es vier Arten von totalitären Systemen: politische, wie wir wissen, religiöse, Psychosekten, jeder kennt die Scientology, und sektenartige Wirtschaftsunternehmen. Ein wichtiges Merkmal ist die Milieukontrolle, die soziale Isolierung. Das erlebten wir im Lockdown. Wir durften unsere Familie nicht mehr besuchen, wir durften keine Hochzeiten, Beerdigungen abhalten, wir durften zu keinen Partys gehen, Lokale waren geschlossen. Man versucht, jung gegen alt aufzuhetzen. Maskenträger gegen Nicht-Maskenträger. Des Weiteren findet Schwarz-Weiß-Malerei statt. Man spaltet in zwei Gruppen, die Impfgegner und die Impfbefürworter. Die Leute, die der Pharma-Lobby anhängen, und die Leute, die selbstbestimmt medizinische Maßnahmen aussuchen wollen. Es gibt das alte römische Prinzip, teile und herrsche. Das heißt, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Bitte lasst euch nicht spalten. Steht zusammen. Wir sind Geist. Wir haben Macht. Wir sind göttlich. Wir sind Menschen, keine Roboter. Soziale Isolation ist Gewalt. Es gibt psychische Gewalt und physische Gewalt. Es gibt wirtschaftliche Gewalt, soziale Gewalt, finanzielle Gewalt. Sektenführer dringen in das Intimste ein, in eure Gedanken, Gefühle, in eure Privathaushalte. Sie bestimmen euer Verhalten, wie ihr miteinander umgeht. Frieden, Frieden, Freiheit, Liebe. Ja, Liebe. Ja. Wir sind alle Menschen. Wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen, dass es gut geht. Und da stellen sie alle auf und diffamiert wieder eine Gruppe. Eine Gruppe, die seit Jahrzehnten. Ich bitte um Einheit und Beruhigung. Wir wollen keine Aggression. Wir wollen sachlich anhand von Fakten argumentieren. Des Weiteren heißt es, jede Meinung, die nicht der Meinung des Führers entspricht, ist teuflisch. Es herrscht Zensur in einer Sekte.
Im Moment erleben wir in den sozialen Medien Zensur. Es werden Menschen abgestellt, um YouTube-Videos zu löschen. Es sind die Hauptmedien fast gleichgeschaltet, Leute. Das ist unsere vierte Macht im Staat, die Gewaltentrennung. Die ist lebenswichtig für uns. Wir haben Legislative, Exekutive, Judikative und die Medien. Wenn alles manipuliert und gekauft wird, und da spreche ich nicht von den Politikern, sondern von starken, geldmächtigen Menschen im Hintergrund, dann haben wir keine Chance, uns ausgeglichen, balanciert zu informieren. Ich danke euch. Ich wünsche euch Frieden, Zusammenstehen, Einheit. Wir sind stark. Denkt selbst.